Ja, liebe Jensi-Fans, heute wollte ich einfach mal bei richtigem schlechten Wetter raus. Und ihr seht, es regnet. Ich bin am Fluss und ich möchte heute mit zwei Ruten angeln. Und zwar einmal mit einer Grundmontage an einer ganz normalen 0815 30 bis 60 Gramm Rute. Und dann habe ich mir noch eine Raubfischrute mit eingepackt, falls ich denn einen Köderfisch fange, dass ich dann eventuell noch mal was rauslege für einen großen Raubfisch. Ja, das ist mein Plan. Ich war eben fleißig am Buddeln im heimischen Misthaufen, wollte ich jetzt fast sagen, Komposthaufen, und habe einen ganzen Ecken Mistwürmer dabei, und dann schauen wir mal, was geht. Ja, Montagen, ganz einfach. Blei, Wirbel, Haken, fertig. Und für den Raubfisch genau das gleiche im Prinzip. Ein Blei oder vielleicht nehme ich auch eine Pose, mal gucken, keine Ahnung. Und ansonsten mache ich mir dann Wirbel vor, hänge einen Steifwurffach ein, Einzelhaken dran, fertig ist die Laube. So, und dann hoffe ich, dass ich in dem kleinen Zeitfenster auch was fange. Okay, dann baue ich mal zusammen. So. Das hier ist meine Grundangel, mit der ich jetzt gleich fische. Ich habe da die Jensi Nexus dran, gespult mit einer 30er monophilen Schnur, damit einfach hier auch, sind auch Steine im Wasser, damit da eine geflochtene nicht gleich beschädigt wird. Und was total genial ist, ist jetzt kein Blei dran hier, seht ihr, ja, also nur Haken und so weiter. Ich habe aber von Jensi, ja, ein bisschen Werbung machen, Moment, wo sind sie denn, genau. Und zwar habe ich hier diese Bleie dabei, das ist total genial. Die kann ich also auf die Schnur auffädeln, wie ich das gerne möchte, und die dann auch mit diesem Stopper hier fixieren. Dadurch bin ich total flexibel in der Montage. Ich habe also vorne hier noch eine kleine Perle reingemacht, damit das Blei beim Wurf, ich werfe zwar nicht brachial jetzt hier rum, aber damit es einfach nicht immer so auf den Stopperknoten knallt. Oder auf den Wirbelknoten besser gesagt, stoppt das ein bisschen ab. So, und dann war es das schon. Jetzt mache ich mir dann einen Wurm dran und dann geht das Ding raus. Und dann hoffe ich, dass es nicht allzu lange dauert, damit ich meine Raubfischrute auch fertig machen kann. Ja? Ich nehme zwei Mistwürmer. Also hier habe ich einmal einen mit Blatt. So, hier. Das sind also meine Köder heute. Das ist ein kleiner 10er Haken. Zweimal, noch ein. So, das war's schon. Ja, also das ist jetzt mein Köderbündel und ich hoffe, dass es nicht allzu lange dauert und dann zappelt was. Ja, so sieht das jetzt aus. Die Rute liegt, wiegt in der Strömung. Der Köder ist hoffentlich attraktiv am Boden positioniert und dann schauen wir mal, dass was passiert. Bisschen schwierig jetzt mit dem Regen und der Kamera, weil die natürlich echt ein bisschen wasserempfindlich ist. Aber das kriegen wir schon hin. So, ich habe jetzt wirklich keine Lust, hier noch großartig Vorfächer zu binden. Wenn da jetzt was beißt, dann nehme ich gleich die vorgefertigten Stahlvorfächer von Jensi, zwei Stück. Die bastle ich mir an die Raubfischrute. Die werfe ich dann eben einfach auch aus. An die Vorfächer montiere ich, Moment, wo habe ich sie? Montiere ich die neuen Einzelhaken von Jensi. Die sind nämlich echt klasse. Also sind einmal als Spinnhaken klasse und ich probiere sie heute einfach mal aus als Köderfischhaken. Dadurch liegt der Köderfisch auch ganz natürlich, kann man ein bisschen zupfen. Fand ich ganz gut, ist ein 1-0er Haken. Und ich hoffe, dass, wenn den Fisch anbeißt, dass er nicht gleich so groß ist, dass ich ihn eigentlich gar nicht als Köderfisch benutzen kann. Aber wir werden sehen. Gut, es fängt stärker an zu regnen. Es passiert noch nichts.
Ich lasse euch dann mal wieder zurück. So, wie scheint, habe ich die Fische gefunden. Wollen wir doch mal gucken, was es ist. Fisch ist noch dran. Oh. Ja, was soll ich sagen? Der erste Fisch hat gebissen und wir haben eine kleine Barbe hier. Toll. Die haben sich hier angesiedelt und werden jetzt demnächst wohl öfter mal an den Haken gehen. Ich setze ihn mal wieder zurück, hier ist noch klein. Als Köderfisch natürlich. Klar, braucht man nicht drüber diskutieren, ist ein untermaßiger Fisch, kommt natürlich wieder zurück, klare Sache. Aber es geht los. Das wird jetzt hoffentlich nicht allzu lange dauern und dann zappelt der nächste Fisch unter Umständen schon an der Angel. Ich habe mir hier eine kleine Glocke dran gemacht, die hat mir auch gerade geholfen. Ja, das ist immer spannend. Also wenn dann was passiert, ist toll. Ich mag Friedfischen auch gern, aber ich bin natürlich überhaupt kein Friedfischprofi. Ich angel da halt ganz rustikal so, wie ich das früher einfach gelernt oder auch gemacht habe, bevor ich ein bisschen intensiver mich mit allen möglichen Angelarten auseinandergesetzt habe. Aber es ist schön, so fängt es an und ich kann jedem Jungangler nur empfehlen, probiert es mal aus. Heute wollen ja alle immer nur Spinnfischer sein. Das ist nicht schlecht, das macht Spaß und das ist sehr abwechslungsreich und es passiert da ständig was. Ne? Okay. Ja, immer wenn man gerade mit der Kamera beschäftigt ist, oder mit Umbauen oder sowas, dann beißen die Fische. In diesem Fall ein Köderfisch, ein schönes Rotauge. Das werde ich natürlich jetzt weichgerecht versorgen und dann kommt es an Haken. Alles klar. Ja, wie ihr unschwer seht, habe ich die Stelle gewechselt. Ich bin jetzt hier so ein bisschen da, wo Wasser runtergerauscht kommt. Dann haben wir hier den Hauptstrom, der geht einfach da weiter. Und hier haben wir ein Klärwasser. Das ist eigentlich ganz schön. Hier sammelt sich die Nahrung. Hier sind die Weißfische. Ihr habt ja gerade schon das Rotauge gesehen. Das paddelt jetzt hier in der Strömung hin und her. Mal gucken, ob da vielleicht ein Hecht irgendwo drauf geht. Ansonsten werde ich mir noch ein, zwei Rotaugen fangen und dann mal gucken. Wird auch bald dunkel. Dann ist mal wieder Ende. Okay, alles klar. Ja, auch das passiert. Hänger gehabt, Haken aufgebogen. Das heißt aber nicht gleich einpacken, auswechseln, irgendwas, sondern das könnt ihr mit einer kleinen Zange auch immer wieder regeln. Ich habe dafür mein Schweizer Taschenmesser. Dann kommt ein neuer Wurm dran und dann fangen wir einen Fisch. So, jetzt will ich abhauen, jetzt hört es auf zu regnen. Super. Ist wie immer, ne? Oder? Keine Ahnung. So, okay, es gab einen kleinen Barsch, zwei Rotaugen und eine schöne Barbe.